Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu GTA Online. Hier ist euer Zwerg. Ja, okay. Also, hier ist euer Zwerg und herzlich willkommen zu, ja, GTA Online. Wir spielen wieder eine kleine Runde hier im wunderschönen Los Santos. Ja, und ich habe wieder ganz, ganz viele Infos für euch mitgebracht, nachdem das mit den Freundschaftsanfragen nicht so ganz funktioniert hat, weil mein PlayStation Network das irgendwie, ja, nicht so ganz richtig hinbekommen hat. Manche Nachrichten habe ich bekommen, andere gar nicht. Hat alles nicht so ganz funktioniert, habe ich mir gedacht, hey, ich mache doch einfach eine kleine Gruppe auf. Und, ja. So, jetzt rennen sie weg. Mann, ich wollte hier jemanden vermöbeln. Dich zum Beispiel. Hallo? Bäm! So, Money? Okay, weiter geht's. Ja, und da das eben nicht so funktioniert hat, habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal eine öffentliche Gruppe auf und die nennt sich, zeige ich euch mal. Da waren wir's, da haben wir's. Cruise. Genau. Diese Crew nennt sich ZwergTube, beziehungsweise mit dem Tag Zwer. Für G hat es leider nicht mehr gereicht, ist allerdings ein öffentlicher Beitritt. Habe ich heute aufgemacht, wie ihr seht. Ich bin auch momentan noch alleine, freue mich aber darauf, euch die Tage zu sehen und auch mit euch ein bisschen zu spielen. Wie gesagt, ich bin hier in einer geschlossenen Crew-Sitzung, das heißt auch bei mir kommen die Leute dann auch rein, wenn sie dann der Crew angehören. Alles überhaupt kein Thema und ich freue mich auf jeden Fall schon riesigst auf euch und ja, bin mal gespannt, was wir so insgesamt hier in GTA Online ein bisschen erleben. Und ich nehme jetzt erstmal mir vor, jetzt so ein kleines Auto hier zu besorgen. Vielleicht irgendwas Schönes, irgendwas Schickes. Hello? Dich oh, nicht. Hey. I'm the same. Whee! Oh, bäh! Oh. Hä? Irgendwie wollte... Hat er Kohle fallen lassen? Nee, ne? Ach, immer diese Opfer. Oh, das hat jemand gesehen. Sollten wir uns mal vielleicht? Nö. Doch, ein Stern, aber der ist irgendwie... Irgendwie? Ich weiß auch nicht. Sollten wir uns vielleicht doch mal wirklich ein bisschen verstecken. Kennt mich ja, ich bin eher so der Angstzwerg, ja. Nee. Na komm schon. Ja, und so viel GTA Online habe ich natürlich auch noch nicht auf dem Buckel. Und deswegen ist das für mich alles, was wir hier tun, auch neu und ein bisschen aufregend auch. Ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Also, dass jetzt auch mit der Aufnahme so funktioniert, wie ich mir das ungefähr vorstelle, dass das jetzt alles so passt. Wir haben so die ersten anfänglichen Probleme mit Content und so weiter, haben wir alles überwunden und es geht jetzt ganz, ganz normal und regulär mit GTA Online weiter. Und wir haben es geschafft, wir sind geflohen, geflüchtet vor der Polizei. Ja, und ich weiß immer noch nicht so genau, was ich hier machen soll. Alleine ist es ja auch ein bisschen doof, wenn man hier so eine kleine Crew oder sowas dabei hat, dann macht das natürlich schon mehr Spaß. Und wenn dann hier ihr ganzen Verrückten auch noch mit dabei seid, dann macht es auf jeden Fall noch ganz, ganz viel mehr Spaß. Und da bin ich mal gespannt drauf. Hi. Oh, das ist aber nett. Dass mir das Auto hier überlässt, ist ja furchtbar freundlich. Komm schon, wir müssen jetzt mal irgendwas machen. Irgendwas müssen wir mal tun. Vielleicht kleiden wir uns mal neu ein. Weiß nicht. Ich glaube, für die Stilberatung fehlen uns die weiblichen Zuschauer noch ein bisschen. Bin natürlich dann auch super gespannt, was dann auch an Feedback von euch wieder kommt. Ich meine, ich büße ja hier, weil ich eben auch kein Konsolenmensch bin, ja. Wie sich hier so ein bisschen planlos auch durch die Gegend. Ich müsste mal irgendwelche Herausforderungen machen, das weiß ich. Weil man da ja auch wahnsinnig Kohle machen kann. Und natürlich hätte ich auch ganz gerne mal eine Garage. Aber ich möchte diese Herausforderungen mir aufsparen. Auf eben dann Spiele mit euch zusammen. Und da bin ich mal super gespannt drauf.
natürlich alles ganz lustig, ganz easy, so ganz ohne Druck und Stress, ja. Einfach just for fun. Selbst wenn ich verlieren sollte oder wenn wir gewinnen, das ist halt dann einfach so, Hauptsache man hat eine Gaudi gehabt. Ich finde, das hat in GTA Online so diesen höchsten Stellenwert, möchte ich sagen. Da geht es nicht darum, dass man irgendwelche Matches gewinnt oder irgendwelche Rennen vielleicht hundertprozentig gewinnt. Reicht doch auch, wenn man Dritter wird, wenn man danach sagt, ey, Mann, war das Rennen geil. Finde ich irgendwie, das ist das Schöne an GTA Online. Dieses Gewinnen muss eigentlich, es ist zwar schön, wenn man gewinnt, aber es muss eigentlich doch gar nicht sein, ne? Also, das heißt, es muss nicht sein. Klar ist es cool, wenn man gewinnt. Ich denke mal, da geht ihr ganz konform mit mir. Jeder freut sich, wenn er mal irgendwo gewinnt bei irgendwas. Aber ansonsten ist es jetzt, würde ich sagen, nicht so Nonplusultra. Hauptsache man hat Gaudi bei dem, was man macht. Oder auch mir zum Beispiel macht es wahnsinnig viel Spaß, hier einfach mit einem Auto rumzueiern. Und apropos rumeiern, fällt mir gerade was ein. Und zwar, wir könnten mal wieder unser Auto verscherbeln. Ich glaube, das müsste mittlerweile gehen und wir brauchen hier die Kohle auch, ne? Also wir sollten die Karre jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz zerschießen, ne? Das wäre, glaube ich, nicht so gut fürs Geld auch. Müssen wir uns ja erst reparieren. Aber so wie ich mich kenne, fährt mir hundertprozentig jetzt gleich einer wieder rein. Und da ist wieder alles, der ganze Plan wieder voll für die Katz. Rum, dem hinterher. Verfolgt diesen Wagen! So, ich glaube, hier sind wir noch richtig. Ja, schaut gut aus. Ja, schaut ganz nett aus. Okay. Wir müssen nochmal vielleicht hier so einen Job für, wer ist der, Simeon, erledigen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz gut Geld. Nein, 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 nein! Ja, hier packt leider auch nichts Gescheites, also das ist ja auch wieder so, weiß nicht. Uaa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 a
echt so viel Zeug, ey. Das ist unglaublich. Autowaschanlage. Wir suchen uns jetzt erstmal einen Fahrbahnuntersatz, würde ich sagen. Das ist so jetzt in dieser Folge, glaube ich, noch das, was wir noch erreichen könnten. Nehmen wir doch einfach den hier mit. Ja, genau, den nehmen wir. So ist richtig. Sehr toll, sehr toll. Jetzt können wir den natürlich auch nicht verscheuern, was mir natürlich auch super gefallen würde. Weil den zu verkaufen, glaube ich, hätte es nochmal richtig für sich. Und er fährt sich aber auch toll. Fällt mir total, ey, ohne Scheiß. Jawohl. Ich will nicht kaputt machen, nicht kaputt machen. Hier gibt es auch Garagen. Oh. Das Schöne ist, bei Leuten, die teure Autos haben, die werden dir nie reinfahren, weil sie viel zu viel Angst haben, ihr Auto kaputt zu machen. Schauen wir uns mal die Garage hier hinten an. Was ist denn das für ein Gerät? Da müssen wir, glaube ich, jetzt mal Telefonator. Internet. Gesponserte Werbung, ja. Wunderbar. Und wir sind gerade hier irgendwo. Warte mal, müssen wir mal gucken. Wir sind auf jeden Fall am Wasser unten. Und da ist, glaube ich, die Garage, habe ich, glaube ich, auch gerade gesehen. Schauen wir mal, wo die ist. Na toll. Ah ja, so geht das. Ich glaube, die ist relativ weit unten, weil die auch recht günstig, meine ich, war. 70.000, ne, die war noch weiter unten. Die war doch da ganz am Wasser irgendwo. Da oben war sie nicht. Ah, da kommen wir der Sache doch schon näher. Aber die war noch weiter am Wasser. Da unten ist sie doch. Naja, da, jetzt kriegen wir sie. Hoffentlich, hoffentlich noch ein bisschen. Ah, ich kann mit Controller nicht spielen. So. Was? Sehe ich das gerade richtig? Garage für 10 Wagen? Echt jetzt? Schaut von außen gar nicht so aus. Aber 112.000? 10 Autos gehen rein? Ich würde sagen, wir haben ein Ziel. Wir schauen, dass wir diese Garage bekommen. Ich finde es total toll. Die Garage gefällt mir. Doch, gefällt mir. Echt. Wirklich. Und so ein Auto, da würde mir auch auf Dauer gefallen. Finde ich irgendwie cool. Mag solche Autos. Das ist, glaube ich, eher so ein an Aston Martin irgendwie angedeutet. Nicht kaputt machen. Komm schon. Nicht kaputt machen. So, was machen wir jetzt? Wir werden die Karre garantiert kaputt machen. Ich kenne mich doch. Wir könnten mal versuchen, ob wir den Kübel hier irgendwie verkaufen könnten. Oder was anderes mit dem machen. Ja. Das habe ich leider befürchtet, das Auto ist geklaut und ja, die wollen das nicht, weil es auch geklaut ist. Schade drum. Schönes Auto. Hätte ich gerne hier verkauft. Ihr wisst schon, wir brauchen Geld. Hilft ja alles nichts. Ach,
ja die zweite Folge von GTA Online. Jetzt haben wir das auch schon mal abgedreht. Ist doch voll super. Ich weiß nicht, ich könnte irgendwie... Ich freue mich auch richtig drauf, mit euch ein bisschen was zu machen. Also hier so ein kleines Spielchen zu machen in der Crew. Ich glaube, das wird richtig, richtig lustig. Vielleicht ist auch der ein oder andere YouTuber unter euch dabei. Wäre auch eine coole Sache. Dann könnte man da ja auch ein bisschen Wahl spielen. Wäre auch toll. Dann können sich die Leute dann hier die Folgen beim einen und beim anderen angucken. Wäre, glaube ich, auch ganz lustig. Wenn ihr YouTuber seid, dann meldet euch doch einfach mal. Ich bin dafür Kooperationen durchaus offen. Und ich glaube, das wäre auch richtig lustig. Ja, ich weiß, ich steuere hier gerade voll planlos durch die Gegend. Ich müsste eigentlich Geld verdienen jetzt. Aber das schaffen wir, glaube ich... Oh nein, das schaffen wir in der Folge auch gar nicht mehr. Verdammt. Er ist schon wieder rum. So schnell geht die Zeit. Das ist echt Wahnsinn. Hier in GTA Online. Und ich würde sagen, wir parken jetzt uns einfach mal hier. Und ich würde sagen, das ist doch ein schönes, das ist doch ein schönes Titelbild, oder? Ist das nicht klasse? Ein bisschen Autos. Ich weiß, ich bin da sowieso irgendwie. Ja, aber Motorrad wäre mir lieber gewesen, aber jetzt das Auto tut es doch auch erstmal. Oder hier so. Oh, herrlich. Mit der Kulisse hinten dran. Grandios, grandios. Ja. Auf jeden Fall, das war es schon wieder zu GTA Online für diese Folge. Ich bin auf euch gespannt. Ihr wisst jetzt, welcher Crew ihr beitreten müsst, sollt und wollt, hoffe ich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und vielleicht geht da schon mal ein ganzes Eck mehr. Ich bin gespannt. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Zwerg auf ZwergTube.